Ja, genau. Also wir kommen jetzt zum Ändern der Fahrwerkssicherung, das heißt Tieferlegungssicherung wollen wir verbauen. Um hier vorne das Federbein zu lösen, müsst ihr hier oben komplett alles demontieren. Das heißt, ihr müsst das Wischergestänge demontieren, dann könnt ihr die Abdeckung demontieren und dann habt ihr da drunter quasi, da fügt man nachher Bilder ein, eine kleine Domstrebe. Ja. Da sind auch die Stecker für die Dämpferregelung verbaut, das heißt, die vorsichtig ausstecken. Das war ein bisschen ein Theater. Gefummel. Und dann habt ihr oben drei 13er und eine 10er Schraube, die müsst ihr beidseitig jeweils lösen. Das heißt, links und rechts jeweils 4 Schrauben. Und dann wäre eigentlich der Dämpfer oben schon lose. Ja, also es ist oben relativ einfach zu machen, aber halt aufpassen beim Ausstecken von den Dämpfern. Und nachher beim Einbau muss man aufpassen, weil die passen nur in eine Richtung rein. Ne? Okay, Martin. Jo. Ja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ab, machen die Dämpfer raus. Bis gleich. Ja. Kommen wir zu Part oder Part 2, sage ich mal ganz vorsichtig, oder Stage 2 nennt es der Mario. Ja. Tieferlegungsfedern einbauen. In dem Fall haben wir uns für Federn entschieden von ST, das ist eine Untermarke von KW. Da geht es einfach um die Thematik, dass das wohl für das Auto mit der Dämpferverstellung das Beste ist. Mit H&R gibt es wohl Probleme, weil es dann zu hart wird. Ja, fangen wir an mit dem Federbein vorne rechts. Bei dem Auto ist es relativ einfach. Mario, kommst du gerade mal her? Okay, komm nochmal. So, wir haben hier den Sensor, der die Raddrehzahl misst. Den stecken wir jetzt als erstes aus. Dann können wir den weghängen. Wenn er mal rauskommt, wahrscheinlich gerade Vorführeffekt. Ist normal bei uns. Oder? Übrigens gibt es da drüben nochmal einer. So. Der Schraubtapfer. Mario? Ja. Dann fahren wir hier hinten raus. Hier hinten sind die sogenannten Pendelstützen oder Koppelstangen. Das sind wir auch noch eingefahren. Auch noch raus. Nächster Step ist, wir müssen den Bremsschlauch hier, die Bremsleitung hier anlösen, dass wir einfach nachher beim Ausfahren nicht irgendwas zu stark unter Zug bekommen. Die ist in dem Fall hier mit einer 8er Schraube gesichert. Die einfach lösen. Und dann seht ihr hier, dann seid ihr hier deutlich flexibler. Was wir jetzt hier auf der Seite noch haben, ist die Sensorik für die Verstellung für die Scheinwerfer. Xenon, ja. Genau, vollkommen richtig. Ganz wichtig müssen wir auf jeden Fall lösen, weil sonst fräst man das nachher hier ab. Und dann habt ihr dementsprechend Kosten, die ihr euch sparen könnt. Oben sind es 3 Schrauben, da kommen wir aber nachher dazu. Ja. Das ist schon vorgelöst. Jetzt würde ich sagen, ich mache die Koppelstangen raus, ich mache den Sensor los und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt das Federbein ausgebaut. Es war jetzt doch ein bisschen mehr oder doch ein bisschen mehr Aufwand wie gedacht oder ein bisschen schwieriger. Ja. Da muss man ehrlich sein, für das, dass das Fahrzeug erst ein halbes Jahr alt ist, gehen die ganzen Schrauben etc. alle schon sehr schwer. Die Lager sind relativ fest drin, auch hier die Federbeinaufnahme, das ging relativ schwer raus. Wie ihr seht, musste man den Querlenker lösen, dass man quasi den ganzen, also anspruchsvolle Querlenker lösen, dass man quasi den ganzen Aktschenkel rausnehmen kann, um das Federbein sauber rauszumachen. Drüben haben wir es beim Einbau hingekriegt, dass wir quasi mit eingefahrenem Querlenker hingekriegt haben, dass das Tragelenk eingefahren war. Beim Ausbau ist es aber besser, ihr zerlegt das Fahrzeug komplett. Das heißt, ihr macht, wie vorher erwähnt, die Pendelstützen weg. Auf der rechten Seite den Sensor für die, Niveau, für die Regulierung, für die Scheinwerfer. Müsst ihr links nicht, habt ihr nur vorne rechts. Dann den Querlenker lösen, am Tragelenk die Antriebswelle lösen und den Dämpfer selber. Und dann könnt ihr quasi das komplette Federbeinelement bzw. das Dämpferelement ausfahren. Und einbauen natürlich, vielleicht können wir gleich mal schon drüber gehen und schön erklären, wie man das löst. Und einbauen, das ist unser Spezial-Agency, beste Mann. Und einbauen natürlich in umgekehrter Reihenfolge, vielleicht können wir danach noch schön dazugehen dann. Antriebswelle drin lassen, aufpassen? Ja, kann man schon erwähnen, genau wie Mario gerade gesagt hat. Ganz wichtig ist, die Antriebswelle ist innen gesteckt, das heißt, passt auf, dass die nicht mit rausgeht, sondern verliert er ein bisschen Getriebe, das müssen wir dann wieder auffüllen, das ist unnötige Arbeit, kann man sich ersparen. Ja, jetzt würde ich sagen, weiter. Wohin?